10 Stunden das zu machen. Also 10 Kapitel. Also du siehst, die beiden mussten sterben, das hätte das Spiel keinen Sinn ergeben. Ja. Ja, schon Status-Update, was denn jetzt gerade? Aktuelles Ach, Ziel. Das Ziel war schon, ja. Denke ich mal. Ich mag Sam. Glaube ich. Ja, Sam ist eigentlich ganz cool. Aber Sam ist so der Charakter, der am Anfang einfach so mega nach Protagonist wirkt. Gucken wir mal. Ich meine, gut, im Grunde. Sam, Hannahs beste Freundin. Gewissenhaft, umsichtig, abenteuerlustig. Klingt gut. Komm, was mit anfangen, ne? Hallo? Ist jemand hier? Ich finde das komisch, dass Leute das immer fragen. Weil ich würde das selber gar nicht fragen. Ehrlich gesagt. Ich habe voll Angst, dass ich irgendwelche Sachen verpasse. Glänzt alles? Ja, das geht relativ einfach, Sachen zu verpassen, glaube ich. Wenn du nah genug dran bist, ja, dann glänzt es, glaube ich. Und sonst okay. Nicht. Okay, Sarah, aber sag Bescheid, wenn du gehen solltest. Ja, okay, hier ist nichts. Oh, was? Oh, verdammt. Hey, was? Achso, auf der anderen Seite. Das ist egal. Aber irgendwie ist das falsch rum. Das Tor ist kaputt. Nee. Klettere rüber, Chris. Und da steht schön, das. Wegbeschreibung. Aha. Das ist, glaube ich, uninteressant. Ja. Hauptsache, das Tor ist kaputt. Ja. Oh, Scheiße, lassen wir es. Kalt. Fängt ja auch schon schön an, ne? Da hätte ich dann erstmal ein Problem. Ich bin auch nicht wirklich gut am Klettern. Was ist springen? Springen halt. Jetzt. Ah! Ich glaube, wäre ich da so hochgesprungen, wenn ich wieder runter. Schön in den Schnee. Und dann am besten so schön Schnee in die Arsch ritzen und noch mit rein aus Versehen. Stop. Aber das ist halt am Anfang echt wie so ein typischer Teenie-Horrorfilm, ne? Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Hä? Nicht bewegen. Nicht atmen. Das wird dir später noch sehr auf den Keks gehen. Oh Gott. Ich bin so schlecht im Stillhalten. Ich muss immer sowas mit die Luft anhalten. Ja, deswegen. Nicht atmen. Aber es sieht hübsch aus. Mhm. Aber wieso kommt sie denn nachts an? Wieso? Ja, es ist ein Horrorspiel. Cool. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiung. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisiert die Art der Prophezeiung. Tod, schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr, rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust, braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung, gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Glück, weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Schön, das werde ich mir eh nicht merken. Gelbes. Wieso kann ich es nicht aufheben? Das weiß ich auch nicht. Ich muss da extra. Okay. War das Josh? Ne, das war Mike. Ach so. Der Arsch der Gruppe. So, Geldführung.
Aha, ein mögliches Ereignis. Ah ja, okay. Ja gut, okay. Die Zukunft ist ungewiss. Das ist klar, dass das von der Entscheidung abhängt. Das, darauf basiert ja das Spiel. Aber ich verstehe auch nicht, warum die da alle alleine anreisen. Können die sich nicht vorher treffen und gemeinsam da hoch? Ja, voll gruselig eigentlich. Also in echt finde ich das richtig gruselig. Wow, Graffiti, so weit hier oben? Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Ist auch schön, wenn es drauf geschmiert hat. Ja. Chris? Bist du hier? Nee, warte, ich will erst gucken, bevor ich da reingehe. Dein Rucksack ist hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo, was haben wir denn hier? Ich bin leider so neugierig. Es ist richtig gemein, aber... Aha! Ja. Wie an, wer da ist. Ich glaube, in echt würde ich das gar nicht machen. Aber... Chris ist verknallt von Ashley. Methodisch, beschützerisch, humorvoll. Okay. Das ist einer der besten Charaktere. I'm sorry. Bist du meine Sekretärin? Es hat vibriert. Cool, dann danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Schade. Ich hätte es gern gelesen. Oh, also. Ich habe da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Ich liebe das Geräusch von Schnee. Genau. Da hängt das dieses, was? Ja. Ach, da muss ich ja richtig nach oben. Gesucht, Milgram Victor. Achso. Besuchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Irgendwer hat das wohl geglaubt. Ach, komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Fertig mit Reden, ja. Hoch. Milgram Victor, Geschlecht männlich, Größe 1,88. Letzte bekannte Adresse, Blackwood Pines. Das ist eine schöne Adresse. Zuletzt gesehen, 16.03.1998. Und wie spielt das denn? Das spielt bei uns ungefähr. Unserer Zeit ungefähr. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood. Police Monte Provincial... Was? Provinciale de Blackwood. What? Ja, Französisch oder so. Ich kann kein Französisch, sorry. Spielt das in Kanada? Keine Ahnung, wo das spielt. Oh. Kein Plan. Warte, wo sehe ich jetzt? Du hast gerade ein bisschen was verloren. Was? Komm zurück. Du bist ein bisschen weniger ehrlich geworden, was mit Chris ein bisschen verkackt. Oh. Also, ich hätte einfach gesagt, ja, ich wollte gucken. Oh, schön, du meinst, er hat ihn für glücklich gemacht. Das war wenigstens ehrlich. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja! Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Ziele mit dem rechten Stick. Muss ich darauf? Ja. Solche Sachen kommen auch öfter mal vor im Spiel. Kann ich auf andere schießen? Oder? Nein, noch nicht. Okay. Ich hasse einfach gerne. Ach, die Zeit läuft da. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich mag ihr auch irgendwie voll gerne. Ich bin mal so dreist und behaupte, dass das macht er. Er ist ein bisschen dürr. So, ich mag's. Naja,
jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Nein. Muss ich das jetzt töten? Die wurde von... Oder warte mal, ich weiß nicht, ob sie jetzt erklärt wird, aber... Nee, ich töte keine Tiere. Gut so. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt! Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Das ist wichtig für deine Entscheidung. Ach so, dass ich ein gutherziger Mensch bin? Ja. Ja. Ach, das kann ich jetzt nachgucken. Ne? Genau. So, was ist das? Rattenhund. Die Natur blieb im Gleichgewicht. Ja. Ach so. Ja. Also in Spielen kann man ja ruhig mal scheiße sein. Okay, also gibt's hier noch irgendwas? Ich weiß nicht, in Spielen würde ich immer zuerst versuchen, so freundlich wie möglich zu sein und dann würde ich nochmal machen, wo ich einen Arschloch spiele. Aber im ersten Durchlauf. Ja, früher habe ich das auch so gemacht. Na gut, jetzt aber dem Handy war jetzt nicht. Das wäre jetzt nicht so, ne? Aber. Und das ist nicht das. Nee, das macht, glaube ich, einen Unterschied. Ich glaube, die sagen noch gar nichts mehr zu. Nee. Echt schwer sein für Josh. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Na, wir müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Es muss so schlimm für ihn sein. Und hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Ich finde solche selben Dinger irgendwie immer mega gruselig. Ja, ich muss gerade an die von Resident Evil denken. Ja, muss ich auch an denken. Meine Süße. Ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Was heißt die Bahn? Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Ist ein großer Berg. Blackwood Pines, Hotel und Sanatorium für einen gesunden Körper und Geist. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Sie sind nicht so reich. Hört bloß ein Berg. Was ist das denn? Achso. Irgendwie gruselig? Das war immer eine Badewanne. Achso. Ist das das Bild? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube nicht. Ich glaube, so viel gibt es auch gar nicht zum Angucken da drin. Ich glaube, das war nur das. Nee. Okay. Endlich, kommst du? Ja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber... Okay. Kann ich jetzt auch weglaufen? Nein. Und diese Tür schon abgeschlossen. Nein. Das ist wie beim Abschlussball. Los geht's! Ja! Auf ins Abenteuer! Ach, jetzt bleiben wir stecken. Ja, ganz ehrlich, das würde mich nicht wundern in dem Spiel. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorne. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn. Wo ich saß. Okay, und?
Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten? Boom. Schmetterlingseffekt. Ich wollte es eigentlich jetzt sagen, aber ich wollte ihn erst ausreden lassen. Jess, Mikes neue Freundin. Selbstsicher, gutgläubig, respektlos. Gutgläubig? Ja, respektlos klingt schon mal gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit, sie zu begrüßen. Die gehen alle auch ein bisschen anders. Das ist schon echt gut. Oh, was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Nein. Oh, oh. Was war das? Das war Fitch. Irgendjemand ist online gegangen. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, jetzt Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Sport. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ja. Kannst du dir schon vorstellen, was für eine Rolle sie einnehmen wird, ne? Ungefähr. Na. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich hab dieses ganze Naturzeug schon satt. Warte, ich will erst mal gucken. Aha. Warum ist denn Sam bei ihr jetzt abgefallen? Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Da ist jetzt zum Beispiel das Ding drin. Ach, da ist das. Jetzt irgendwie genau. Nur so. Okay. Ja, gut. Geht ihr doch schon vor. Nee, warte. Das stimmt doch, glaube ich, noch. Ach, Quatsch. Da, jetzt, da steht zum Beispiel noch bei, dass das... Wenn jetzt kannst du jetzt noch weitermachen. Ich mache weiter. Kannst weiter schieben über das Pad. Ach so. Ne? Also das zieht alles Folgen nach sich. Ich weiß nicht, ob du noch weitermachen kannst. Nee. Okay. Ah ja, das ist ja cool. Ich warte noch kurz hier oben. Sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Entschuldigung. Auch nicht gesehen. Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben, zu genießen. Wer die Bahn jetzt zurückgeschickt? Hätten die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily, Mikes Ex. Intelligent, einfallsreich, überzeugend. Natürlich. Dann wäre es nicht mehr so malerisch. Matt, Emilys neuer Freund. Motiviert, ärgerlich, sportlich. Irgendwie basiert das stark auf so Stereotypen. Weißt du? Ja. Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Amerikanische Highschool-Teenager. Die man gut nach ihrem Aussehen beurteilen kann. Ich will keine Koffer tragen. Ups, das wollte ich nicht. Ich weiß eigentlich mal, ich kann ja die Beziehung. Wie er einfach mit Emily zusammen ist und Jess genauso mag. Ist schon irgendwie traurig. Warte,
Der war jetzt sonst nicht der Ex von irgendwem, ne? Nee. Okay. Gänsehaut. Impasta. Nein, ich meine, ich krieg langsam an. Oh. Ja. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Bestimmt eine normale Party. Ich meine, was glaubst du? Scheiße! Mike, Emily's Ex. Intelligent, engagiert, überzeugend. Die sind irgendwie alle überzeugend. Ich mag Mike irgendwie nicht. Zu geil. Michael. Ich glaube, niemand mag Mike am Anfang. Ich hätte eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte hier fast deine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund, ich finde ihn schon cool. Das ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lass uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist, du reagierst immer so. Optionen muss nicht. Ja, nö. Michael, ich spreche es jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Meh. Verstanden. Ich sehe es ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. nein. Ernsthaft, ich muss wieder zu Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Er bewegt sich halt die ganze Zeit so, vielleicht wenn der Boyband wäre. Ja. Start ist ab. Achso, das ist ja nur das da unten.